Willkommen zu einer neuen Runde, zu einer neuen Staffel, immer noch No Man's Sky und immer noch mit tatkräftiger Unterstützung vom Vollprofi Mr. Zocker. Ich habe darauf gewartet, ob du das schon wieder sagst. Ja, den muss ich bringen. Ja, wir fangen neu an. Ich wurde jetzt mal genötigt, mal was anderes auszuprobieren. Uns ist aufgefallen, dass wir uns in den letzten Folgen, beziehungsweise ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge wir das bringen, auf dem anderen Schwierigkeitsgrad, also man merkt, wir spielen gleich einen anderen, haben wir uns sehr oft hingelegt und das Spiel wird dann sehr, sehr zerrig. Wir spielen natürlich wieder mehr Spieler. Eine neue Sitzung, jawohl. Einen neuen Spielstand, ne? Ja, auf jeden Fall. Klar, neu. Aber diesmal auf normal. Dass wir wirklich dem Spiel auch die Chance geben, normal auszusehen. Permanent im Dreck liegen. Wenn ihr das mögt, wir permanent im Dreck liegen und auch ab und zu mal auf hart spielen sollen, müssen, dürfen oder sowas, schreibt es bitte in die Kommentare. Dann werden wir uns das mal überlegen. Yay. So, nochmal. Geht los. So, den Mal können wir ja schwätzen, das Intro. Kennen wir ja schon. Wir sind ja jetzt schon fast. Kannst du schon auswendig mitsprechen? Hast du mitgezählt, wie oft wir den schon gemacht haben? Boah, durch die ganzen Probeaufnahmen, die wir auch hatten, also so 5-6 Mal locker. Also für die Leute, die jetzt zum allerersten Mal das Video gucken, wir haben nur eine Reihe aufgenommen mit ein paar einzelnen Videos. Aber vorher hatten wir solche Probleme wie in den letzten Tagen nur. Du musst dich noch auf. Nicht mit dem Spiel. Ah, jetzt bist du da. Okay, ich dachte schon, ich würde dich nicht finden, weil du wieder auf Offline gestellt bist, aber es geht. Nö, ich habe mich vorher extra. Ich hab's mal nicht vergessen. Ja, auch das war ja was, ne? Wir mussten uns ja erstmal hier durchtricksen, wie wir das alles zum Laufen kriegen. Ei. Das Hauptproblem bei uns war ja nur die Aufnahmesoftware und dann, dass wir wirklich zusammen spielen können. Und dann hat der Ton rumgesponnen und ein Widerhall da drin und Und dann hat sich dein Aufnahmeprogramm aufgehangen. Ja. Schön noch 20, 25 Minuten, damit du wirklich was davon hast. Ja, nachdem wir eine Stunde gespielt haben. Total super. Du guckst ja auch nicht mal zu ins Aufnahmeprogramm rein, dass der Bildschirm still steht. Das Spiel ging ja wunderbar. Sam, hast du nicht gesagt, es wird leichter? Ja, ist es auch, definitiv. Also es ist, wenn man überleben... 50 Grad Celsius? Ja, das ist ja schon fast normal, komm. Da wird mir ja gleich warm. Ist Scanner beschädigt, jawohl. Die schicken uns auch auf dem Schwierigkeitsgrad schon wieder mit schädlicher Hardware los. Ja, das tun sie irgendwie immer. Also sie haben keine Gnade. Also Ausrüstung ist halt echt grottig, ne? Die kennen uns. Jawohl. Multiwerkzeug. Ja, damit. Schmarrn. Jawohl. Schöner Planet. Schmarrn. Nur ohne R. Den könnte wieder was werden. Die kennen uns schon. Hitzeschild geht schon runter. Jawohl. Gefährliche Hitzewelle erkannt. Führen Sie ein Scan durch. Ja, da geht ja mal wieder kritisch beschädigt. Tentakelpflanzen. Das sieht ja lustig aus. Ich muss ihn mal kurz umstellen. Kamera, Ego. Boah. Besser. Ja, wobei ich habe ich das allererste Mal, als ich das getestet habe, von wegen so, wie sich das jetzt verändert hat im Vergleich zu früher, habe ich den einfach mal auf externe Kamera gelassen und ich muss sagen, ich schäme mich es zu sagen, aber es hat mir sogar ein bisschen gefallen. Aber dieses komische Hin- und Herlatschen, das ist... Es ist vom Anvisieren halt total kacke. Also ich muss sagen, ich finde halt alles, was irgendwo mit einer Knarre in der Hand ist, das muss man einfach unter normalen Bedingungen aus Ego-Perspektive zocken. Also es gibt so ein, zwei Ausnahmen, sowas wie Gears of War. Okay, das ist aus der externen halt echt genial, aber ansonsten, da brauchst du nichts anderes. Was ist das? Das ist ein bisschen Stein. Ah, verdammt. Wir haben ja ein Glück hier. Skin? Jawohl. Yay, ich so komm. Schnell skin. Los, lauf! Ich nehme das Wissen an. Yay, irgendwas fliegt hier. Ach, da geht's aber tief runter. Oh, Hitzewelle.
Yay! Ich freue mich. Ich habe den Natrium irgendwo gefunden. Oh, jetzt wird sich mir angezeigt. Es geht schon gut los. Ich sehe, es wird leichter. Ja, weil... Es ist viel, viel leichter, glaub mir. Ach Quatsch, ist es da unten drin oder was, Natrium? Hier rumpelt's überall. Nee, jetzt ist weiter. Da hinten. Okay. Das kann ja was werden. Na gut, das Leben tickt nicht ganz so runter, ne? Toll, hier sind große Viecher. Beißen sie? Ich renn gleich mal weg. Ich renn vorher weg. Das sieht nicht so aus, sieht friedlich aus. Na, dann ist doch gut. Ich klicke hier mal wild rum. Jo, ist aufgeladen. Zum hört der Sturm gerade auf. Hä? Ja, scheint so. Ich habe übrigens, als ich vorhin das ausgetestet habe, ne, hatte ich so ein richtiges Schwein auf dem Planeten. Da war Sauerstoff an einer Stelle wirklich fast 10 Pflanzen. So kreisförmig um so einen Drop drumherum, so ein paar Kisten. Und da konnte ich gleich mich bis zum Lebensende mit Sauerstoff versorgen. Das war gut. Das klingt jetzt auch seltsam, bis zum Lebensende. Ja, ich weiß. Ich denke, man soll hier nicht sterben. Das habe ich nie gesagt. Obwohl du es gerade sagst, Sauerstoff. Ich habe hier irgendwas Blaues vor mir. Ach nee, das war ja dieses dumme Wasserstoffzeugs. So, Natrium habe ich auch noch mal. Ah, ich habe jetzt auch endlich Natrium gefunden. Yay! Na, du fährst voll. Das sieht schön aus. Aber wenn der Hitze-Damage kriegt, das ist übel. Du siehst ja fast gar nichts mehr. Ja, ist bei den anderen auch so, wenn du Frostschaden oder sowas hast, ist eigentlich ähnlich, ne? So. Also nicht wundern, wenn wir jetzt über das Spiel gar nichts erzählen, das interessiert uns überhaupt nicht, was wir hier machen, ne? Es ist nur, dass wir hier zusammen im Teamspeak quatschen und irgendwas richtig. Ist so tierisch langweilig. Fröhliches, kameradschaftliches Beisammensein. Ja. Was spielt ihr da überhaupt? Was macht ihr da? Scheißegal. Nebensache. Das geht schon wieder perfekt los. Wir spielen No Man's Sky, falls ihr das noch nicht mitgekriegt haben solltet. Namen tierisch. Jetzt habe ich gerade überlegt, ob es von Minesweeper auch eine Multiplayer-Variante gibt. Das wäre auch was. Das kenne ich nicht. Sagt mir nichts. Minesweeper von früher hier von Microsoft, dieses, wo du einfach nur so ein Kästchenfeld hattest und musstest die aufdecken, der Reihe nach, so einfach anklicken, wo dann so Zahlen angezeigt wurden, von wegen so wie viele Minen in der Nähe um dieses Feld rum sind. Oh doch, das sagt mir was. Das war doch so mit Solitär, dieses Standardding, was immer bei Windows installiert war. Das sind diese kleinen Suchtspiele. Ja, so, die man auf, in der Schule oder irgendwo anders dann halt so gezockt hat, damit man irgendwas anderes macht. Wo man machen. Auch nie zugibt. Solitär kenne ich nicht. Nein, auf keinen Fall. Niemals. Wir haben damals auf der Berufsschule, wo ich war, da haben wir Unreal Tournament damals, den ersten Teil, den es gab, haben wir da installiert auf den Rechner. Und jedes Mal, wenn wir dann Programmierung hatten, haben wir dann natürlich ganz doll aufgepasst und haben dann unsere Fachkenntnisse in Unreal Tournament dann ausgefochten, ja. Speziell. Sag, du hast auch ein deutliches Vertrauen, oder? Hier zugegen, wo du hier runterjumpst. Ich würde mir die Kräten brechen. Mut zur Lücke. Das ist so, weißt du, das ist wie bei Space Engineers. Ich mach's einfach. Ich überschlag mich dann vielleicht, aber ich weiß ja, du bist da. Das war ehrlich, ja. Shanes Auto aufs Dach gelegt. Yes, you know. So. Ich finde es auch immer schön, wenn du hier mit irgendwelchen Gerätschaften interagierst. Wie extrem, wenn diese Szene beendet wird, du dort nochmal kurz selber aufblöpst, irgendwo rechts am Rand. Sieht immer ein bisschen schizophren aus. Etwas spooky, ne? Ah, jetzt hab ich mein Schiff. Shit. Das ging schnell. Das letzte Mal haben wir 20 Minuten gebraucht.
Ja, ich sage ja, es ist einfacher, ne? Jo, extrem. Das merkst du auch jetzt dann mit den Ressourcen, das geht gleich viel, viel schneller. Also liegt auch mehr rum. Ja, auch wenn jetzt, also ich hatte zum Beispiel bei diesem Testlauf, den ich vorhin hatte, um zu gucken, wie sich das verändert hat zu früher, da war es dann so, dass ich in dem Stern, in dem Sonnensystem, wo ich dann gestartet bin, einen Planeten hatte, der ein blühender Planet war. Und das heißt, es ist dann wirklich einer mit grüner Vegetation, keine Gefahren großartig, ja, wo du dann einfach so ganz normal rumlaufen kannst. Das war schön, das war mal so eine tolle Abwechslung. Ah, aber kann man das richtig schön genießen? Mhm, auf jeden Fall. Also da. Ohne Stress und mit dem Holzantrieb reparieren, Metallplatte. Vor allem musst du jetzt auch nicht immer gleich mal ins Raumschiff springen, um irgendwas zu bauen. Richtig. Kannst halt hier, ne, wenn ich überlege, bei dem anderen Versuch, den wir hatten, da wären wir jetzt schon zigmal wieder gestorben, ne? Oh ja, auf jeden Fall. Quatsch, das ist ja deins. Ich repariere doch nicht dein. Was? Warum nicht? Wieder intuitiv einfach mal überall draufklicken, wird schon passen. Na klar, natürlich. Das Wichtigste, woran ihr euch gewöhnen müsst, auf der linken Maustaste draufbleiben, bei irgendwas bestätigt, oder auf der rechten. Dass es dann diesen Kreis voll macht. Das ist ein bisschen umständlich. Was heißt umständlich? Eigentlich nicht. Ist nur anders. Ja, halt Gewohnheitssache, ne? Ja. Also mich hat am Anfang eigentlich nur wirklich dieses Steuersystem vom Raumschiff. Das hat mich nervös gemacht. Da musste ich mich echt dran gewöhnen. Da werde ich auch noch richtig Spaß haben. Aber gut. Ich bin ja beim letzten Mal voll aufgeschädigt. Ich habe ja gar nicht gebremst. Ah, das geht. Also irgendwann hast du es halt raus. Meine Waffe hat keine Ladung mehr. Das finde ich irgendwie uncool. Hast gar keine? Ja, ich muss halt wieder aufladen, aber... Ja, die... Irgendwann ist halt die Energie... Nee, die Energie ist irgendwann weg. Dann musst du Kohlenstoff nachfüllen. Ja, so? Mhm. Ja, nichts hält hier unendlich. Das ist so... So, jetzt brauche ich hermetisches Segel. Ist es hier schon rum? Ach nee, Planetenkörper, alles klar. Da bin ich wieder aufgeplöppt. Habt ihr mich gesehen im Hintergrund, hinter der Kugel? Das sieht so seltsam aus. So ein bisschen, ne? Gleich mal wieder ein bisschen Ferrit mitnehmen. Ja, davon kann man ja nie genug haben. Sind die grüne Pflanze da oben Sauerstoff? Gute Frage. Kommt man da überhaupt hoch? Alter, wenn ich das probiere, brechen mir doch bestimmt wieder die Knochen. Ja, natürlich. Bist du hoch? Höhlenkürbis. Ich habe eine Kürbisknolle. Ja, die genauso. Na. Kürbisknolle. Ja, das Spiel gibt's mir ja. So, das ist seltsam, wenn du das so sagst. Ich habe Angst. E drücken zu benutzen. Ja. Wir übergehen das mal großzügig. Wir hatten ja so ein SE auch, ne? Ja. Du bist aber ganz schön für. Ach, jetzt darf ich dahinter. Durch das Höhlensystem? Nö. Du verarsch mich doch schon wieder, Spiel. Ich war Jesus, ich gehe oben drüber. Okay. Hast du die Container schon reingelunzt? Ja. Sind die für jeden unterschiedlich bestückt? Sollten sie eigentlich sein. Oder ist einfach alles weggelootet? Genitschon! Ach, sind die bei dir gelootet? Nee, weiß ich nicht. Ich mein's nur so. Okay. Ich find's nicht mal wieder. Hilfe! Ja, schaff auch nur ich mich auf den ersten Metern zu völlig zu. Hä? Wo bin ich? Und wo ist mein Schal? Verdammte Axt! Das ist aber weit weg. So weit möchte ich eigentlich gar nicht laufen, ne? Was? Feuersturm. Sehr schön. Warte mal, hier liegt was Gelbes rum. Das nehme ich lieber gleich mit.